Gerald, wenn Vater meine Mutter nicht befreit hätte, wäre ich in der gleichen Lage. Doch er tat es. Dennoch schulde ich es ihnen. Ja. Sie hat schon eigentlich recht, ne? Muss ich jetzt hin? Da. Muss ich doch da rein. Frage ist, wer wartet auf mich? War ja klar. Der komische Counts da. Aveline! Gerald! Er ist zurück! Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich zwei Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Schleimer. Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten. Streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. Ja, die macht den an, Junge. Da läuft was. Das sage ich euch, da läuft was. Oh. Du, der schaut aus wie ein Bauer. Der zieht sich nicht hin. Ich hab einen Regenschirm, da ist eine Waffe. Ne, wisst das nicht. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren, ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen! Für mich! Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Ich habe jetzt keine Lust. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Marie-Félicité. Komischer Name, Marie-Félicité. Finde ich ganz lustig. Und was geht bei euch? Oh, General. Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Alter, jeder will tanzen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Bis zur Gavotte, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Jeder will tanzen, ist das so in tanzen hier? Die alten Schwuchteln. Kommt drauf an, wie sie tanzen, ne? Wenn sie jetzt hier auf Dubstep hier so tanzen, ne?
Was meint ihr, wen ich heiraten soll? Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass tanzen. Ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Ins Bett bitte, tanzen, Senorita, ne? Ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie Félicité, ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen, damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Und erst ihr Teint. Oder die Leute mischen um Gespräche führen, habe ich gemacht. Mutter. Es ist schockierend. Ich gehe hier hoch. Oh. Wo ist Vasquez? Das ist dieser Vasquez. Habe ihn mir anders davor gestellt. Gefährlich. Senorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Senor Vasquez. Si, si. Der wird jetzt sterben. Was machen die denn da? Dass ich nicht tanzen, dass es rumblödeln. Ist ja gar nicht so. Okay. Wie mache ich das nochmal? Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Si, si. Geht nur voraus. Was geht's um die Ecke locken? Und da... Was? Komm, wir gehen hier hin, da. Das ist auch keine Hör. Warte mal, ich habe sogar ein vorgegebenes Ziel. Ach, das hätte er mir sagen können. Das habe ich gar nicht gesehen. Naja, der rennt schon mit. Muss ich bloß wieder da hoch. Wow, wo ist er denn? Ach du. Komm mit, Figi Figi. Ja, da rennt er, ne? Also ich hab den Vasquez mir ganz anders vorgestellt. Pass hier. Und Ende. Gute Nacht, Company Man. Company Man? Nein, das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen. Oh oh. Und hier ist er. Ha, der hat noch Zuckungen. Der hat bestimmt viel Gold in der Tasche. Nee. Schon alles versorgen. Jetzt verschwinde ich hier.
schnell weg. Madeleine! Aveline! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich... Spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Oh. Das ist natürlich scheiße. Das ist hart. OMG. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Der alte Schleime. Okay, das... Das hätte sie wissen müssen. Na gut, ist ein Spiel passiert. Das lernt uns es nicht zu tun. Ja, man lernt auch spielen. Das ist Wahnsinn. So. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel hier endet. Also die Missionen sind schon sehr spannend. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Oh, nach England. Cool. Sie hat Fell an. Hui. New York. Oh. Tolles New York. Sieht mir nicht so ganz nach New York aus. Ganz kalt. Naja.